Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Landwirt.com-Webinar zum Thema moderne Schweinehaltung. Wir haben heute zwei Top-Referenten von der Firma Schauer eingeladen. Das ist zum einen der Christian Auinger und zum anderen der Hubert Schönbauer. Die beiden haben dieses Thema für euch aufgearbeitet, top aufbereitet in einer Präsentation und haben auch Produkte von ihnen mit hineingebracht. Also ich glaube, das wird ein spannender Abend. Natürlich könnt ihr eure Fragen in den Live-Chat hineinschreiben. Ganz am Ende werden wir diese dann auch beantworten, hier live. Natürlich nur, wenn sie zum Thema passen. Und wir freuen uns und sind schon gespannt, was da auf uns zukommen wird. Weiters darf ich recht herzlich begrüßen den Karl-Heinz Denk. Er ist Marketing- und Vertriebsleiter bei der Firma Schauer. Die ein oder anderen kennen ihn vielleicht sogar schon, weil er war schon bei zwei Webinaren bei uns mit dabei. Er wird mich heute in der Moderation hier unterstützen und ganz zum Schluss dann auch die Fragerunde moderieren. Von meiner Seite, ich wünsche euch heute viel Spaß. Stellt eure Fragen, wir sind gespannt. Und zu Beginn möchte ich jetzt noch an den Karl-Heinz übergeben. Er wird euch noch einen kurzen Überblick geben, welche Themen heute so auf euch zukommen werden. Bitte schön, Karl-Heinz. Sehr geehrte Damen und Herren, Teilnehmer und Teilnehmerinnen unseres Webinars. Nach der Webinarreihe Moderne Rinderstalltechnik, die wir vor einigen Wochen gehalten haben, wollen wir heute zum Thema moderne Schweinehaltung unsere Erkenntnisse präsentieren. Gerade die Schweinehaltung ist zumindest in Mittel- und Nordeuropa sehr stark im Spannungsfeld sehr widersprüchlicher Themen. Und das hat uns besonders gereizt, dieses Thema als Kernthema zu nehmen und die provokante These aufzustellen, mehr Tierwohl, weniger Emissionen und höhere Leistungen sind kein Widerspruch. Unsere Product Manager Christian Auinger und Hubert Schönbauer werden Ihnen dazu unsere neuesten Erkenntnisse präsentieren. Ich darf ganz grob einen Überblick geben. Christian Auinger wird beginnen mit Befree, eine Bewegungsbucht auf Siegeszug in Europa, und dann den Natureline emissionsarmen Tierwohlstall vorstellen. Fortsetzend wird Hubert Schönbauer mit Spotmix und der stark NP-reduzierten Fütterung, wie man sie umsetzen kann. Und schließlich und endlich Mamados und Babyfit, zwei neue Fütterungssysteme, die ihre Leistungen im Abferkelstall steigern können. Wir haben auch zu diesen Themen einige Videos vorbereitet, die Sie nach dem Webinar gerne über den Link anschauen können. Damit schon genug meiner Einleitung. Ich freue mich auf die Ausführungen von Christian Auinger, der jetzt mit der Befree-Bewegungsabfäckelbucht beginnen wird. Wir sehen uns dann später bei der Abschlussdiskussion der Fragen. Ja, danke Karl-Heinz für deine einleitenden Worte. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Webinar. Wie Karl-Heinz schon gesagt hat, mehr Tierwohl, weniger Emissionen und bessere Leistungen sind kein Widerspruch. Ich werde heute die Befree-Abferkelbucht und den emissionsarmen Tierwohlmaststall vorstellen. Ich gehe jetzt speziell nur auf diese beiden Buchten ein, wobei in unserem Programm natürlich noch weitere Systeme auch inkludiert sind. Es gibt natürlich auch für andere Systeme Möglichkeiten, Emissionen zu mindern und das Tierwohl zu steigern. Hier in der ersten Folie zur Befree-Abferkelbucht sind zwei Bilder dargestellt. Zum einen die Bucht auf der linken Seite in fixierter Darstellung, also die Sau im Zeitraum der Abferkelung fixiert, und daneben die Bucht als Freilaufbucht. Wir gehen von einer Fläche, also es ist möglich, von einer Fläche von 5,5 Quadratmeter die Bucht zu konstruieren oder zu bauen oder zu installieren. Das kommt von dem Projekt als Mindestfläche von ProSau, das ja den meisten bekannt sein wird. Unsere Empfehlung geht aber eigentlich in Richtung 6 Quadratmeter. Die Bodenausführung, wie hier zu sehen, ist eine Kunststoffbeton-Gusskombination mit einer Festfläche von 1,83 Quadratmeter. Das ist in Österreich mit einem Drittel
der gesamtbuchten Fläche von 5,5 Quadratmeter in der Form vorgegeben. Es gibt natürlich auch andere Bodenausführungen, welche in meinem Vortrag auch noch beschrieben werden. Das Ferkelnest, wie hier zu sehen, hat eine Fläche von 0,72 Quadratmeter. Es besteht aber auch die Möglichkeit, bei Genetik mit höheren Wurfleistungen das Ferkelnest auf 0,85 Quadratmeter zu erhöhen. In dieser Folie haben wir einen Blick von oben auf die Grundfläche der Bucht mit dem Bedinggang hier vorne angeordnet, was relativ viele Vorteile für die tägliche Arbeit im Stall mit sich bringt. Also wir haben am Bedinggang den Trog der Muttersau angeordnet, direkt daneben das Ferkelnest, also für die täglichen Arbeiten mit den Ferkeln und für die Kontrolle ein Riesenvorteil. Im Anschluss daran den Zutriebs- und Austriebsbereich, welcher zusätzlich auch für das Ferkelanfüttern Verwendung findet. Wie man hier schon sieht, bei einer Buchtenfläche von 6 Quadratmeter haben wir eine Gesamtbewegungsfläche für die Sau von insgesamt 4,6 Quadratmeter zur Verfügung. Ich denke, das ist die Bucht mit der größten freien Bewegungsfläche für die Sauen. Da in Deutschland aktuell schon die Diskussion geführt wird, ob nicht in Zukunft eine Mindestfläche von 5 Quadratmeter Bewegung für die Sau zur Verfügung stehen soll, hätten wir hier mit der Bucht sogar die Möglichkeit, bereits ab 6,4 Quadratmeter Gesamtfläche dies zu erfüllen. Als Planungsbeispiel, wie hier zu sehen, geben wir eine Längen-Breiten-Verhältnis, also eine Länge von 2,6 und eine Breite von 2,3 Meter als optimale Mindestgröße vor. Was hat sich in letzter Zeit bei der Bucht getan? Also das System gibt es ja mittlerweile seit 2015 am Markt. Es gibt eine Variante jetzt auch in gespiegelter Form, wodurch sich ein sehr großer Anfutterbereich und abgetrennter Bereich für die Ferkel ergibt, also von der Sau getrennt. Hier ist es auch möglich, zum Beispiel wie hier am Bild rechts oben dargestellt, das Beifütterungssystem für die Babyferkel, das System Babyfeed, zu installieren. Durch eine schwenkbar angeordnete Wand ist es jetzt auch möglich, den Zutrieb und den Austrieb der Sau entsprechend zu vergrößern und mittlerweile auch eine Buchtenbreite von nur 2,20 Meter sinnvoll zu realisieren. Ja, was sind die hauptsächlichen Vorteile unserer Bucht? Ein ganz wesentlicher Punkt ist der Personenschutz, also das sichere Fixieren der Muttersau in der Bucht. Dies ist möglich, ohne überhaupt in den Saumbereich hineinzugehen. Eine größtmögliche Bewegungsfreiheit, wie schon erwähnt, für die Muttersau, ein gut ausgestaltetes Ferkelnest, eine gute Übersicht, wenn man in den Stall zum Beispiel hineinkommt, sehr einfach zu bedienen, eine stabile Ausführung und wenig bewegliche Teile sprechen für sich. Hier eine kurze Anordnung von Bildern, wo man sieht, wie man zum Beispiel hier über die schräg gestellte Wand eine Sau in die Bucht eintreibt, vor Geburt die Sau sich noch frei bewegen kann, vor dem Geburtszeitraum, circa einen Tag, dann die Sau in die fixierte Position kommt. Hier rechts unten auch noch die Möglichkeit, die Bucht noch schräger zu stellen. Also hier in dieser Version jetzt schräg gestellt, damit die Ferkel auch genügend Platz haben, von beiden Seiten vernünftig zu säugen. Die Bucht rund um die Geburt, die Ferkel beim Säugen und hier ein typisches Bild. Wenn die Bucht in geöffnetem Zustand ist, orientiert sich die Sau mit dem Kopf meistens in Richtung Ferkelnest. Auf der nächsten Folie jetzt einige Bilder aus der Praxis. Hier sieht man einen Landwirt, der gerade dabei ist, eine Sau zu fixieren. Also wie vorhin schon erwähnt, eine Art Treibbrettfunktion, mit der man die Sau immer vor sich hat und dann relativ einfach in geschlossenem Zustand fixieren kann. Da auch sehr oft Frauen in den Abfackelbuchten mitarbeiten, denke ich, ist es auch eine sehr wichtige Funktion, hier bestmöglichen Personenschutz bieten zu können. Also es ist auch relativ einfach möglich, sollte eine Sau mal aggressiv werden, die Bucht wieder schnell zu verlassen. Auf der nächsten Folie sehen wir
dieses gut ausgestaltete Ferkelnest mit speziellem Absperrschieber. Von der Heizmöglichkeit haben wir mehrere Möglichkeiten. Hier dargestellt eine Infrarotlampe. Es gibt auch die Möglichkeit, über Kunststoffheizplatten am Boden bzw. Betonheizplatten mittels Warmwasser oder Elektroheizung die Wärme in das Nest zu bringen, beziehungsweise auch Dunkelstrahlerheizplatten, die am Deckel montiert sind. Hier wieder der Landwirt, wie er sehr einfach und komfortabel vom Gang aus die Ferkel in der Bucht fixiert. Das ist ja sehr oft notwendig ist, um diverse Behandlungen durchzuführen. Und hier noch eine weitere Funktion, die wir auch bei größeren Betrieben schon installiert haben, ist die zentrale Möglichkeit, zentral den Deckel anzuheben und den Schieber zu verschließen, was die tägliche Kontrolle der Ferkel im Nest entsprechend erleichtert. Und hier noch ein Blick von oben in ein verschlossenes Nest und hier am Deckel montiert den vorher schon erwähnten Dunkelstrahler mit zusätzlicher LED-Beleuchtung erkennbar. Ja, eine Weiterentwicklung, die wir auch gemacht haben, diese Bucht wäre prinzipiell auch schon möglich einzusetzen für komplett freie Abferkelung. Es gibt hier einen Betrieb mit 240 Buchten in Schweden, der vorher schon freie Abferkelung hatte. Die haben jetzt auf unser System umgestellt und konnten durch diese Technik entsprechend Personal reduzieren, sogar die Anzahl abgesetzter Ferkel erhöhen und die Verluste von 20% auf ca. 15% reduzieren. Sollte dazu jemand noch mehr genauere Informationen haben, ich habe hier auch noch die Homepage des Betriebes angeführt. Ja, was es auch sehr wichtig ist, ist immer die wissenschaftliche Begleitung. Wir haben für unsere Abferkelbucht bereits eine Zulassung der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz in Österreich mit dem entsprechend dazugehörigen Tierschutzzertifikat. Es wurden auch für den Stall der Veterinärmedizinischen Universität in Wien in Medau ein Abteil mit unseren Buchten ausgestattet. In Deutschland sind wir in den Forschungsanstalten in Schwarzenau, in LSZ Boxberg und mittlerweile auch mit 60 Buchten an der Universität in Hohenheim zu finden. Wir haben mittlerweile auch eine Zulassung für die Schweiz durch die Agroskop bekommen und sind mit der Bucht auch in einem Forschungsprojekt der Seges in Dänemark beteiligt gewesen. Ja, die Buchten, wie vorher schon von Karl-Heinz erwähnt, sind mittlerweile auch im Vertrieb sehr gut angenommen worden. Wir haben Buchten in über 12 verschiedenen Ländern mit einer knappen Stückzahl, also beinahe 5000 Buchten bereits am Markt. Das geht von Spanien bis Finnland und sogar Frankreich und Italien haben wir schon Betriebe installiert. Ja, und wenn man in eine Abferkelbucht kommt und die Sau in der Form in der Bucht liegt und die Ferkel kontrolliert, dann denke ich, ist das ein Bild, das man jederzeit in der Form gerne sehen möchte. Wie vorher schon erwähnt, gibt es ein Video im Anschluss an dieses Webinar auch auf dem Kanal von landwirt.com zum Nachsehen. So viel mal zum Thema Bifree Bewegungsabferkelbucht. Dann möchte ich gleich weitergehen auf unseren Natureline Tierwohlmaststall. Diese Systeme beginnen bei uns immer bei einer Mindestfläche von 1,1 Quadratmeter. Zu Beginn möchte ich euch einige Varianten vorstellen, wie man auch zum Beispiel hier bestehende Maststelle adaptieren kann. Wir haben hier einen Maststall mit Vollspalten, wie hier innen zu sehen. Auslauf, ja, hier wurde ein Auslauf ins Freie erweitert. Und mit einem Auslauf auf Strohhaltung entsprechend versehen. Dieses System, wie man es hier am Bild sieht, ist halt relativ mit hohem Strohverbrauch verbunden. Mittlerweile gibt es auch schon Möglichkeiten, den Auslauf entsprechend zu strukturieren, um auch hier den Strohverbrauch zu reduzieren.
Wir haben auch schon einige Ställe in der Form umgebaut, dass Liegeflächen im Innenbereich mit planbefestigten Flächen versehen wurden und der Hauptanteil der Kotausscheidung in den Auslauf verlegt wurde. Eine weitere Variante sind die sogenannten Peakboard-Kistenställe. Man sieht hier den Schnitt durch diesen Peakboard 5, eine Liegekiste mit Abdeckung, im Anschluss daran der Futterbereich und ganz außen die Entmistungszone. Hier ein Blick auf so einen Stall. In der Entmistungszone wird hier meistens ein erhöhter Spaltenboden mit darunterliegenden Unterflurschrapper ausgeführt. Auch wenn es um das Thema Emissionsminderung geht, entsprechend die Wirkung zu erzielen. Ja, und wo ich heute im Detail eingehen werde, das ist unser Natureline emissionsarmer Tierwohlstall. Ein teilperforiertes System mit Kot-Harn-Trennung, das auch entsprechend, sage ich mal, arbeitswirtschaftlich optimal angepasst ist. Hier ein Blick in einen Auslauf. Man sieht hier einen Trockenfutterautomaten mittig angeordnet mit dahinterliegenden Kunststoffspaltenboden und darunter entsprechend ein Entmistungsschieber mit Kot-Harn-Trennung. Ja, aktuell ist es ja für die Landwirte nicht gerade angenehm. Es sind viele Themen, die die Bauern zu schultern haben. Zum einen haben wir das Problem in der Schweinehaltung, dass viele der Konsumenten eigentlich nicht sehen, wie Schweinehaltung funktioniert. Da tun sich die Rinderbetriebe wesentlich leichter. Der Rinderstall ist offen, alle sehen rein. Warum in die Schweineställe niemand rein darf, wissen wir. Es gibt die Hygienebestimmungen, es ist relativ schwer, dem Konsumenten in den Stall reinzulassen. Zudem heißt es dann immer noch, von den NGOs wird sowieso nur Schindluder getrieben, Antibiotika gespritzt und obendrein stinkt er auch noch. Also das ist dieses konventionelle Stallsystem zurzeit an den Mann zu bringen, ist relativ schwierig. Auf der anderen Seite haben wir dann noch immer die Forderung nach mehr Tierwohl, was bewirkt, dass die Kluft zwischen Landwirt und Konsument leider eher immer größer wird. Dann haben wir noch Themen, aktuell in Deutschland zum Beispiel eine neue Düngerverordnung, die es nicht unbedingt leichter macht. Zum anderen versuchen die Deutschen gerade seit, ich denke, es sind 5 Versuche jetzt gewesen, die Themen Kastenstand, Kastration und Kopierverzicht im Bundesrat zu fixieren. Das ist jetzt, ich glaube, vor 14 Tagen wieder verschoben worden, also da gibt es keine Einigung. Dann haben wir noch die Wolken wie Teerluft über uns schweben. Was ist die Teerluft? Das ist die technische Anlagenverordnung für Luftreinhaltung. Das betrifft hier eher die deutschen Zuschauer. In 4 Bundesländern ist mittlerweile vorgeschrieben, Luftwäschersysteme ab einer Größenordnung von über 2000 Mastschweinen kumulierend zu installieren. Das soll jetzt bundesweit ausgeweitet werden. Das ist kurz vor der Umsetzung. Ja, und ein Thema, auf das ich heute im Speziellen eingehen werde, ist die NEC-Richtlinie. Viele von euch werden davon schon gehört haben. Da komme ich später noch darauf zurück. Ja, diese Themen haben wir gerade. Gibt es dazu irgendwie Möglichkeiten, aus dem Schlamassel vernünftig rauszukommen? Oder wie könnte das eventuell gehen? Hier ein Versuch seitens unserer Firma. Wir machen uns schon seit mehreren Jahren Gedanken. Gibt es eine Möglichkeit, das Thema Emissionsminderung und Tierwohl in einem Stallsystem zu verknüpfen? Bei uns ist daraus das sogenannte emissionsarme Tierwohl-Maststallsystem entstanden. Zu Beginn möchte ich im Konkreten auf das Thema Emissionen losgehen. Als kleine Begriffserklärung noch für euch, das kommt immer wieder, Emission ist die Quelle, also das heißt der Ausstoß von Substanzen aus einer Quelle in die Atmosphäre, und Emission bedeutet, das ist der Anteil, der beim Empfänger noch ankommt. Also das heißt, es gibt eigentlich keine Emission ohne Emission. Ja, jetzt kommt hier wieder die Wolke der NEC-Richtlinie zum Vorschein. Was heißt NEC-Richtlinie? Das ist die sogenannte Verpflichtung der EU-Staaten zur Feinstaubreduktion, National Emission Ceilings. Und hier haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, bis zum Jahr 2030 entsprechend
die Ammoniak-Emissionen zu reduzieren. Das sind zum Beispiel in Deutschland 29% und in Österreich 12%. Was bedeutet das jetzt für die Landwirtschaft? Wenn man weiß, dass 90% des Ammoniaks landwirtschaftlichen Ursprungs heißt, muss im Grunde genommen die ganze Ammoniakreduktion durch die Landwirtschaft getragen werden. Wie schaut das, sage ich mal, in der Verteilung aus? Das ist jetzt schon eine etwas ältere Folie, aber sie spiegelt auch den aktuellen Stand circa wider. Der Großteil der Ammoniak-Emissionen kommt aus der Rinderhaltung. Das liegt bei circa 50%. Ungefähr ein Viertel kommt von den Schweinen. 7%, das dürfte jetzt letztlich schon etwas gestiegen sein, kommt vom Geflügel. 18% sind Mineraldünger und 4% sind andere Quellen. Wie verteilt sich das dann noch weiter? Die Ammoniakquellen in der Tierhaltung kommen 37% von der Stallhaltung, 20% von der Wirtschaftsdüngerlagerung, 4% von der Weide und 39% von der Düngerausbringung. Ich im Speziellen werde heute auf das Thema der Stallhaltung und der Wirtschaftsdüngerlagerung losgehen. Ja, wenn man jetzt mal schaut, was gibt es denn aktuell für Möglichkeiten, um Ammoniak-Emissionen oder überhaupt die Luftqualität zu verbessern? In Deutschland, wie vorher schon angekündigt oder erwähnt, die Abluftreinigungssysteme, end of the pipe, das sprich, es wird ein Katalysator auf das Stalldach raufgebaut mit entsprechend hohen Kosten. Hier ist der Einsatz von Luftwäschern, Filtersystemen angedacht, hier wird Schwefelsäure eingesetzt und das ist zum einen mit sehr hohen Investitionskosten, aber zum anderen mit noch viel höheren Betriebskosten zu bewerten. Also 5 bis 7 Euro pro Tier ist hier eine Nummer, die dazu von den offiziellen Stellen bekannt gegeben wird. Bei schlechter Preissituation der Mastschweine geht es ziemlich stark auf die Substanz. Deswegen ist unser Zugang, ja, versucht man halt einmal maximal an der Quelle zu mindern. Was gibt es denn für Möglichkeiten, um von vornherein diese Emissionen zu reduzieren? Es ist hier angeführt von Dirk Hesse, Firma AgriContact zum Beispiel, eine mehr geschlossene Oberfläche, also die Gülleoberfläche zu reduzieren. Güllekühlung ist ein Thema, das sich früher schon mal angeschaut wurde. Schieberentmistung ist eine Möglichkeit. Es gibt dazu auch schon Empfehlungen seitens des KTBL in Deutschland, also Kuratorium für Technik und Bauen in der Landwirtschaft, wo auch schon beschrieben steht, dass entsprechend eiweißangepasste Fütterung Reduktionspotenziale in sich birgt, also zweiphasig bei 10%, 3- bis 4-phasig bei 20% und am optimalsten natürlich die Multiphasenfütterung mit 40%. Zuluftkühlung hat eine entsprechende Wirkung und wird mit bis zu 10% erwähnt, Reduzieren der emittierenden Oberfläche und natürlich auch eine spezielle Gebäudeausführung. Hier bei einem Außenklimastall zum Beispiel ein Reduktionspotenzial bis zu 33%. Das kann man sich so vorstellen, wenn ein Auslauf vollflächig überdacht und isoliert ist, sind die Witterungseinflüsse entsprechend rausgenommen. Ist auch bereits bei Genehmigungsfragen in der VDI-Richtlinie 3894 in der Form verankert. Ja, und ein weiteres Thema, das hier auch noch dazukommt, ist, wie schon vorher angekündigt, die Kot-Harn-Trennung. Warum Kot-Harn-Trennen? Es gibt im Kot der Tiere das sogenannte Urease-Enzym. Und dieses Urease-Enzym ist dafür verantwortlich, wenn Kot und Harn aneinander kommen, dass der Harn aufgespalten wird in Ammoniak und CO2. Und das passiert schon relativ schnell. Also dieser Prozess beginnt innerhalb der ersten halben Stunde und ist nach circa 2 Stunden vollkommen abgeschlossen. Das heißt, die Trennung muss eigentlich so schnell wie möglich passieren. Dazu gibt es die Technik eigentlich schon seit sehr vielen Jahren in Frankreich als Standard platziert. In Frankreich ist es eher zufällig entstanden. Die haben ursprünglich das Problem gehabt, dass in der Region der Bretagne die Phosphorkonzentrationen so hoch waren und haben mit Kot-Harn-Trennung begonnen, weil im Kot der Tiere 80% oder 88% des Phosphor gebunden sind. Und dann gab es Paralleluntersuchungen in einer Forschungsanstalt, wo eine Kammer
auf Güllesystem gefahren wurde und die andere mit Kot-Harn-Trennung. Und wie man dann festgestellt hat, sind in der einen Kammer mit Kot-Harn-Trennung die Futterverwertungen um 0,2 Punkte gestiegen und die tagtäglichen Zunahmen um bis zu 70 Gramm. Und zudem war die Qualität der Stallluft noch entsprechend besser. Hier konnte eine Reduktion von Ammoniak von 40-56% festgestellt werden. Also das ist in der Bretagne mittlerweile eine übliche Technik, die eingesetzt wird. Wie schaut das in der Praxis aus? Man sieht hier ein Bild unter einem Güllekanal, schräge Flächen mit ca. 10% zur Mitte. Mittig hier in dem Kanal ist eine Rinne versehen. Man sieht hier auch ganz schön diese Kothäufchen, die auf der festen Fläche sich ansiedeln, und dazwischen läuft permanent der Hahn mittig in die Rinne ab. Und diese Rinne, die ist, wenn man sich vorstellt, ca. 15 cm tief, ist eigentlich permanent mit Hahn gefüllt und der Hahn läuft nach vorne in eine vorgelagerte Sammelgrube. Mittels Schieber wird aktuell hauptsächlich in Österreich alles dann noch in eine Vorgrube befördert, dort circa eine Woche gelagert und dann in einen Güllebehälter abgepumpt. In Frankreich, hier ein Blick auf die Bretagne, hat sich mittlerweile das in der Form auch umgesetzt, dass der Landwirt zum Düngemittelproduzenten wird. Das heißt, hier zum Beispiel in der Stadt Lamballe ist eine Großbiogasanlage, wo von 65.000 Mastschweinen die feste Phase mittels Wechselcontainersystem, hier in diesem Container wird die feste Phase am Betrieb gesammelt und dann mittels Wechselsystem in diese Großbiogasanlage befördert. Die flüssige Phase geht in eine Grube oder hier als Beispiel sogar in einen Sackbehälter. Und der Reststoff, der nach dem Biogasprozess übrig bleibt, wird weiterverarbeitet in Blumendünger, der als Big Bag oder Sackware dann wieder weiterverkauft wird. Also hier ist der Landwirt eigentlich sogar dann Düngerproduzent. Auch in Österreich gibt es bereits Betriebe, die hier zum Beispiel ein Bild, die feste Phase weiterverarbeiten, hier in der Form als Kompost. Ja, das waren einmal die Themen zur Emission. Jetzt gehen wir weiter zum Punkt Tierwohl. Als Basis für das Tierwohl haben wir die besonders tierfreundliche Haltungsregelung, die herausgegeben wurde, die auch förderrelevant ist. Und hier haben wir die 100 bis 110 Kilogramm, eine Mindestfläche von 1,1 Quadratmeter vorgegeben. Es gibt ja schon, sage ich mal, sehr tierfreundliche Haltungssysteme. Dazu gehört für mich unter anderem das Bigboard-System, wo schon unterteilt wird in eine Liege, eine Fress- und einen Missbereich. Etwas nachteilig in diesem System ist diese offene Güllegrube, die frei bewittert wird. Hier diese drei Kanäle, die man da sieht, wirken sich halt entsprechend emissionstechnisch negativ aus. Ein weiterer Punkt, hier sieht man eine Stallanlage, die wir schon vor ungefähr 20 Jahren in der Schweiz fotografiert haben. Wir nennen das eher begehbare Kiste, wo man in einen Stall reingeht und von oben auf die Schweine drauf sieht, ohne den Deckel zu öffnen und zu schließen. Und zudem ist hier noch eine bewegliche Wand eingebaut, damit man die Buchtenfläche entsprechend der Tiergröße anpassen kann. Jede Fläche, die für die Schweine keine Funktion hat, wird zum Koten angewendet. Deswegen macht es Sinn, die Buchtengröße immer an die Tiergröße anzupassen. Ja, und wir haben halt das Ganze umgesetzt in unserem emissionsarmen Tierwohlstall. Das heißt, wir haben einen wärmegedämmten Innenbereich, der entsprechend über den Kontrollgang, eingesehen werden kann. Unterteilt in einen Liegefress- und Mistbereich. Hier im Liegebereich wird auch entsprechend eingestreut. Die Liegefläche ist an die Tiergröße entsprechend anpassbar. Der Auslauf befindet sich im Außenklima, in der Außenklimazone. Hier ist auch die Fütterung dargestellt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Beispiel, das wir hier sehen, hier ein Langdruck mit einem Fressplatzverhältnis zu Beginn 1:1 bei 30 Kilo, zu Ende 1:2. Da teilen sich zwei Tiere einen Fressplatz. Und am Ende der Bucht hier angeordnet die Tränken, dass die Tiere auch wirklich
gezwungen sind, immer an diesen Grobbereich rauszugehen. In Zeiten wie diesen auch ganz wesentlich die Biosecurity-Maßnahmen. Der Treib- und Bediengang, den wir hier ganz außen haben, ist zugleich auch eine doppelte Umzäunung durch zum einen die Buchtenwand und zum anderen die Außenwand. Ja, das sind die Themen, die wir hier in Richtung Tierwohl darstellen. Auf der anderen Seite jetzt, was haben wir Möglichkeiten im Bereich der Emissionsminderung? Eiweißangepasste Fütterung, zum Beispiel Spotmix, dann hier die Kot-Harn-Trennung, dann Reduzieren der emittierenden Fläche, also wir haben hier nur mehr ein Viertel Spaltenfläche, der Rest ist planbefestigt. Die Möglichkeit der Zuluftkühlung, ganz wesentlich in den Sommermonaten, hier aktiv gekühlte Luft in den Liegebereich eindrücken zu können. Ja, und wie schon vorher erwähnt, der Auslauf komplett überdacht und isoliert. Wenn man jetzt sagt, wie weit haben wir die Tierwohlkriterien erfüllt, dann kann ich hier als Basis die Initiative Tierwohl in Deutschland noch mal kurz einblenden. Ich denke, alle diese Punkte, die hier dargestellt sind auf der rechten Seite, können wir mit unserem System erfüllen. Wie weit haben wir bereits Überprüfungen im Bereich der Emissionsminderung? Es gibt dazu eine Fahnenbegehung, die vom TÜV Austria durchgeführt wurde, beauftragt von der oberösterreichischen Umweltanwaltschaft. Fahnenbegehung heißt, hier gehen sogenannte geprüfte Nasen einen gewissen Parcours ab und nehmen die entsprechenden Gerüche oder Emissionen auf und werden dann entsprechend in Tabellen eingetragen. Und hier zeigt sich, dass eine Reduktion von Ammoniak oder überhaupt von Emissionen im Vergleich zu konventionellen Stellen um 80% festgestellt wurde. Das heißt, die Emissionen betragen nur mehr 20%. Die Fahnenlänge erreicht im Durchschnitt 77 bis 83 Meter und die maximale Fahnenlänge liegt bei 112 Meter. So, was heißt das für mich? Direkt vor einem Wohnhaus würde ich jetzt nicht empfehlen, so ein Stahlsystem zu platzieren. Und ein weiterer Hinweis, der jetzt, da glaube ich, auch noch ganz hilfreich ist, wenn man so ein System realisieren möchte, macht es immer Sinn, sich mit den zuständigen Behörden, wie zum Beispiel Umweltanwaltschaft oder die Abteilung für Luftreinhaltung, im Vorfeld schon zu kontaktieren und gemeinsam den optimalen Standort für sich zu suchen. Ja, wie können wir jetzt dann im Bereich der Emissionen nachweisen, welches Reduktionspotenzial wir wirklich haben? Es gibt dazu aktuell in Österreich ein EIP-Agri-Programm, also das ist von der EU gefördert. Dazu wird ein Stall gebaut, der entsprechend bemessen wird. Und wir sind Teil eines großen angelegten Forschungsprojekts in Deutschland, der KTBL, wo im Projekt EMIMIN vier Ställe, wie jetzt gerade vorgestellt sind, im heurigen und nächsten Jahr entsprechend bewertet werden. Das ist eine ganz wesentliche Geschichte, weil die Ergebnisse, die hier dann zutage kommen, die Basis für zukünftige Genehmigungen bei den Behörden sein werden. Ja, auch das Thema Einstreu ist mittlerweile so weit mechanisiert, dass wir zum einen über die Spotmix Welfare einstreuen können und zum anderen über die Stromatik. Stromatik ist ein System, wo man mit Großballen oder Quader oder Rundballen eine automatische Auflösung hat. Diese wird dann entstaubt. Ein ganz wesentlicher Punkt, wir haben hier entstaubtes Stroh, da kommen wir nochmal drauf zurück, und wird dann in eine Art große Kettenverteilung dann im Stall entsprechend ausgeteilt. Wir haben dazu aktuelle Untersuchungen über die HBLFA Raumberg-Gumpenstein durchführen lassen. Und hier konnte man feststellen, dass im Vergleich zu konventioneller Handeinstreu eine Reduktion von knapp 80% bei entstaubtem Stroh im Stall festgestellt wurde. Also das ist ein Riesenthema, auch wenn es um Emissionen geht und vor allem um die Gesundheit von Mensch und Tier. Zu den Bauformen. Es gibt die Stahlanlage in einreihiger Bauform und es gibt die Stahlanlage in doppelreihiger Bauform. Wenn man in größeren Einheiten überlegt, macht natürlich die doppelreihige Bauform Sinn. Hier kann man sich entsprechend zwei isolierte Außenwände im Vergleich zur einreihigen Bauform einsparen. Dann haben wir noch auch verschiedene Möglichkeiten der Materialauswahl. Hier ein Beispiel mit kerngedämmten Betonwänden.
Dann eine Variante, ein Holzriegelbau, der mit Sandwichpanelen verkleidet wurde. Aktuell bauen wir gerade einen Stall mit 10 cm Kreuzlagenholz. Die werden innen noch mit Siebdruckplatten entsprechend dann versiegelt. Und eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel, einen Holzständer platzieren, der dann mit Ziegelmauerwerk ausgearbeitet wird. Je nachdem, wie viel Eigenleistung jemand einbringen möchte oder ob er auch schon Holz in entsprechender Form zur Verfügung hat. Ja, auch die Betriebskosten und Betriebssicherheit ist noch ein Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Wir haben hier keine Zwangsbelüftung und keine Raumheizung, was sich auch stark auf die Betriebskosten auswirkt. Hier muss man von 2 bis 2,7 Euro pro Mastschwein im Schnitt rechnen, die man in konventionellen Stallanlagen hat. Und ein Lüftungsausfall dürfte hier eigentlich jetzt auch kein Problem sein. Ja, dann der wichtigste Part der Stallanlage für mich, der Betriebsleiter, der Landwirt. Wir konnten mittlerweile schon eine staatliche Zahl von 70 Betrieben mit ca. 40.000 Mastplätzen mit solchen Systemen ausstatten. Ganz interessant ist auch, wir haben 10 Landwirte dabei, die haben durch solche Systeme wieder in Schweinehaltung investiert. Und es gibt bei einem namhaften Schlachtbetrieb aktuell eine Warteliste, wo 130 Landwirte gerne auch in so ein Programm mit aufgenommen werden möchten. Wie schaut es aktuell mit Tierwohl am Markt aus? Hier eine kleine Studie, die auch im Zuge der Wintertagung in Österreich präsentiert wurde. Seit 2018 am Markt, eine Verdoppelung des Marktanteils von 2018 auf 2019. Es gibt aktuell eine Käuferreichweite von 10%. Das Preispremium ist ungefähr um 35% höher als bei, konventioneller Ware. Was aber ganz spannend ist, diese Tierwohlstelle haben aktuell einen Anteil von 1,6%. Da sind wir beinahe dort, wo sich Bio mit 2% in Österreich bewegt. Ja, und ganz wichtig für mich, für die Landwirte, die Interesse haben, in so ein System zu investieren. Es ist unbedingt notwendig, sich vorher zu informieren, ob es Möglichkeiten der Vermarktung gibt, weil ohne die macht es für mich nicht wirklich Sinn, in solche Technik zu investieren. Jetzt noch ganz kurz zum Abschluss ein paar Bilder aus der Praxis. Hier sehen wir einen Einreihenstall, der mittlerweile von 250 Tieren auf 500 Tiere erweitert hat, also der wurde verdoppelt. Hier ebenfalls eine einreihige Bauform. Hier eine doppelreihige Bauvariante mit einer Anzahl von 1500 Mastschweinen. Also das heißt, man geht im Stall rein und es sind links und rechts die Buchten aufgestallt. Hier ein Blick in den Stall, im Innenbereich diese Verschiebewände, die ich vorher auch schon erklärt habe. Ein Blick in die Bucht. Hier die Stromatik im Einsatz. Hier rieselt das Stroh von der Decke. Man kann hier nicht wirklich auch Staub erkennen, also es geht nicht aktiv hier in die Breite. Die Schweine freuen sich jedes Mal, wenn das Stroh in die Bucht rieselt. Hier sieht man, wie die Schweine noch im Strohbereich herumwühlen. Auch ganz wichtig für mich, es ist nicht zu dick eingestreut. Also man soll immer noch auf dem Betonboden auch runtersehen, um eventuelle Harnung am Boden festzustellen. Ein ganz wichtiger Punkt, die Zuluftführung. Hier ein Blick in den Mittelgang, wo hier aktiv gekühlte Luft in den Stall eingedrückt wird. Hier ein Blick in den Auslauf. Die Gitter an der äußersten Wand mit den Tränken. Hier diese Abkotezone, die zusätzlich auch noch entsprechend bewässert oder befeuchtet werden kann, um den Kotbereich noch attraktiver zu machen. Ein Blick in den Futterbereich, hier eine Spotmix-Breifütterung, hier eine Variante mit Spotmix-Trockenfütterung mittig angeordnet und genauso möglich auch Langdruck-Futterautomaten seitlich. Ja, dazu gibt es auch noch ein Video, also wie gesagt, im Anschluss könnt ihr euch das gerne anschauen. So viel mal von meiner Seite und zum Thema der Fütterungstechnik bzw. der Wirtschaftlichkeit wird euch weiters noch mein Kollege Schönbauer-Hubert informieren. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank, Christian, für deine Präsentation, für deinen Vortrag. Wie schon gesagt, gleich geht es weiter mit
dem Hubert Schönbauer. Er wird eben sprechen über das Thema eiweißreduzierte Fütterung, genauso über Effizienzsteigerung im Sauenstall. Er ist schon gleich bereit, dann geht es weiter. Mir ist jetzt aufgefallen, im Chat ist aktuell noch nicht ganz so viel los. Falls sich der ein oder andere denkt, ich möchte nicht ganz so öffentlich meine Frage in den Chat stellen, ist es auch kein Problem. Ihr könnt uns gerne an fragen@landwirt.com ein Mail schicken. Wir werden das dann an die Referenten weiterleiten. Oder ihr findet natürlich auf landwirt.com auch die Kontaktdaten von unseren Referenten. Dann könnt ihr gleich direkt mit ihnen Kontakt aufnehmen. Das ist jetzt genug von meiner Seite und jetzt geht es weiter mit dem Hubert und wir freuen uns auf deine Präsentation. Sehr geehrte Teilnehmer des Webinars Moderne Schweinehaltung von Schauer auf landwirt.com. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Hubert Schönbauer. Ich bin zuständig unter anderem für Fütterungstechnik und wir werden heute folgende Themen durchmachen. Das erste wäre mal, wie man mit Spotmix stark MP-reduzierte Fütterung erfolgreich umsetzt. Ein weiteres Thema ist die Mammadus-Sauenfütterung, mit der man die Futteraufnahme und Milchrechnung der Sau steigern kann. Und die Babyvieh-Saugferkelfütterung, der Turbo für Sauenbetriebe. Beginnen wir mit Spotmix. Wie kann ich stark MP-reduzierte Fütterung umsetzen? Warum eigentlich MP-reduziert füttern? Als erstes mal, um die Futterkosten zu senken. Der nächste Punkt ist, wie wir heute schon gehört haben, die NEC-Richtlinie, die uns von der Europäischen Union aufs Auge gedrückt wurde, wo sich Österreich auf eine Reduktion von 12% der Ammoniakausstoß auf Basis von 2005 verpflichtet hat und Deutschland auf 29% Reduktion, wo man dazu sagen muss, dass man aktuell eigentlich im Vergleich zu 2005 sogar eine Steigerung hat. Das heißt, da kommt noch wirklich viel Arbeit auf uns zu. Ebenfalls gibt es in Deutschland eine neue Düngeverordnung, wo zum Beispiel in schwer belasteten Gebieten nur mehr um 20% weniger Stickstoff ausgebracht werden darf oder auf Grünland zum Beispiel nur mehr 80 Kilogramm Stickstoff ausgebracht werden dürfen. In Österreich greift dazu die Nitratrichtlinie, die vielleicht noch nicht so streng ist, aber auch hier geht die Entwicklung in eine ähnliche Richtung. Diese Folie haben wir zum Teil schon gesehen. Woher kommen in der Landwirtschaft die Emissionen? Man sieht, der Großteil kommt von den Rindern, aber auch der Schweinebereich ist nicht zu unterschätzen mit ca. 21%. Und da schauen wir uns jetzt mal genauer die Schweinehaltung an, und zwar die Mastschweinehaltung. Da sieht man zum Beispiel, dass 66% der Ammoniakquellen aus dem Stall kommen. Und hier muss man eben ansetzen. Entweder, wie von meinen Kollegen schon beschrieben, mit intelligenten Konzepten, wo man Emissionen durch Kothandrennung verhindern kann, aber ein großer Part ist hier auch die Fütterungstechnik. Schauen wir uns mal an, was sich so in der Schweinemast während des Mastverlaufes tut. Da ist zum Beispiel feststellbar, dass 2/3 des Gesamtfutters ab ca. 60 Kilogramm Lebendgewicht verbraucht werden. Zugleich bleibt aber der Bedarf an Rohprotein, Aminosäuren und Mineralstoffen ab 60 Kilogramm Lebendgewicht annähernd gleich. Wenn wir uns jetzt mal hier das so anschauen, die schwarze Linie ist der tatsächliche Bedarf an Rohprotein. Und wenn ich jetzt eine Universalmast habe, das ist die schwarz punktierte Linie, dann wird er eigentlich hier nur nach dem Energiebedarf gefüttert. Das heißt, wir haben hier, die Kurve geht weit über den tatsächlichen Bedarf darüber und die Fläche dazwischen ist eigentlich das, was ich zu viel an Rohprotein füttere. Bei einer Zweiphasenfütterung sieht man an dieser rot punktierten Linie, da mache ich ab 55, 60 Kilogramm mal einen Cut, fahre dann eiweißreduziert weiter, aber auch hier geht es wieder einigermaßen drüber. Bei einer 3- und 4-Phasenfütterung nähe ich mich meiner tatsächlichen Bedarf schon etwas an und bei einer Multiphasenfütterung lege ich mich halt wirklich genau auf diese Kurve drauf. Somit kann ich Phosphor- und Stickstoffausscheidungen senken und das Ganze wirkt sich sehr positiv auf die Tiergesundheit aus. Warum? Erstens mal muss überschüssiges Eiweiß nicht von der Leber abgebaut werden und durch weniger Ammoniakkonzentration in der Stallluft habe ich auch weniger Probleme mit Atemwegserkrankungen. Das wirkt sich positiv auf die tierischen Leistungen aus und die Futterkosten können je nach System, was ich anwende und je nach Preis der Eiweißkomponenten um 2 bis 4 € je Mastschwein gesenkt werden. Schauen wir uns jetzt mal das Minderungspotenzial durch MP-reduzierte Fütterung an.
Ich habe hier sehr aktuelle Daten von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Die sind aktuell aus dem Jahr 2020. Ich habe hier eine Futtergurve ausgewählt mit 850 Gramm Tageszunahme. Und bei Universalfutter sieht man, dass man hier im Maßplatz und ja 12,23 Kilogramm Stickstoffausscheidung bzw. 4,97 Kilogramm Phosphorausscheidung hat. Wenn ich jetzt auf eine sehr stark NP-reduzierte Fütterung gehe, auf ca. 1335 Gramm pro Kilogramm Roboten runter praktisch in der Endmast, dann kann ich das Ganze reduzieren auf 9,53 Kilo Stickstoff bzw. 3,55 Kilo Phosphor. Das sind über 20% Reduktion. Wir reden hier in dieser Tabelle von einer 3- bis 4-phasigen Fütterung bei der sehr stark MP-reduzierten Fütterung. Diese Tabelle, das Minderungspotenzial Ammoniak nach VDI kennen wir ja schon und das passt auch aktuell mit diesen Daten zusammen. Ich schaue mir hier diese Mehrphasenfütterung an, wo ich ca. 20% sparen kann und bei Multiphasenfütterung geht es halt wirklich Richtung 40% und aktuelle Versuche in der Praxis konnten sogar schon höhere Einsparungen erzielen. Wie schauen jetzt solche Futterkurven aus? Ich habe hier zwei Futterkurven, links eine Ferkelfutterkurve, rechts eine Mastschweinefutterkurve. Nehmen wir mal diese Mastschweinefutterkurve her. Ich habe eiweißreiches Futter und Eiweißfutter und je nachdem, wo ich mich in meinem Mastverlauf befinde, wird halt dann zwischen diesen Rezepturen verschnitten. Und somit habe ich wirklich eine eiweißangepasste Fütterung ans aktuelle Tagesgewicht. Das kann ich natürlich auch, wie links bei den Ferkeln zu sehen, mit mehreren verschiedenen Rezepturen machen. Ja, wie setze ich jetzt wirklich so eine Fütterung erfolgreich um? Da bietet sich natürlich Spotmix, das Multiphasen-Restlos-Fütterungssystem, besonders an. Warum? Ich kann mit diesem System wirklich fast jede beliebige Futterstrategie umsetzen, weil ich wirklich exakt das zusammenmischen kann, was die Futterkurve gerade vorgibt für den jeweiligen Trog. Ich kann additive Vitamine bedarfsgerecht den einzelnen Futterstellen hinzufügen und ich habe wirklich ein absolutes Restlossystem mit perfekter Hygiene. Wie funktioniert das System jetzt? Ich habe mal hier einen Kompressor. Hier habe ich meine Komponenten zu bringen und bringe meine Komponenten jetzt in einen Amischtank. Der ist auf ca. 10 Gramm genau verwoben und ich kann hier wirklich Kleinstmengen anmischen für jeden einzelnen Trog. Das Futter wird hier angemischt, fällt dann runter in den Austeilbehälter und der dosiert es mit der Kammerschleuse in den Luftstrom hinein. Es wird durch die Rohrleitungen zu den Futterstellen transportiert und erst bei den Futterstellen kommt Wasser hinzu. Dort wird es angebreit. Dazwischen ist alles trocken, dadurch perfekte Hygiene. Und auch die Futterstellen werden sofort im Anschluss wieder mit Wasser, Luft, Nebel gereinigt. Ich habe also ein extrem flexibel einsetzbares Fütterungssystem. Das kann ich sowohl für Babyferkel, Schweinemast und Zucht einsetzen. Das heißt, für einen geschlossenen Schweinebetrieb, ich habe nur ein Fütterungssystem. Ich habe eine perfekte Multiphasenfütterung. Und was ganz spannend wird, speziell in der Zukunft, bei Ferkeln wird sehr oft schon extrem teures Futter gefüttert, welches nach exaktem Verbrauch dann umgestellt werden soll. Herkömmliche Fütterungssysteme können nur tageweise umstellen. Bei Spotmix ist es jetzt möglich, dass ich wirklich exakt nach dem Verbrauch die Rezeptur wieder umstelle. Ich kann trocken, angebreit und flüssig dosieren, trocken genauso in Automaten wie in Längsdruck. Von der Hygiene brauche ich gar nicht sprechen und was noch ganz wichtig ist, ich kann Lang- und Kurzdruck füttern. Und speziell beim Kurzdruck ist die Multiphasenfütterung ganz schwer umzusetzen, weil eben Kleinstmengen benötigt werden, sehr oft ausgeteilt wird und bei sehr vielen Fütterungssystemen halt dazu kommt, dass ich die Rohrinhalte berücksichtigen muss. Das spielt bei Spotmix in diesem Fall überhaupt keine Rolle. Ja, ich kann bedarfsgerecht jedes Tier füttern. Ein hohes Potenzial an Ammoniakreduzierung wäre auch durch die getrenngeschlechtliche Fütterung möglich. Weibliche Tiere neigen schneller zum Verfetten als Kastraten. Dadurch könnte man hier wirklich Futter einsparen. Aber für Außenklimastelle stellt es überhaupt kein Problem dar und ich kann bis zu 70% CCM dazu füttern. Und vom Einstreuen durch Spotmix hat ja mein Kollege schon erzählt. Die Technik ist wirklich praxiserprobt. Wir setzen Spotmix seit 25 Jahren ein. Wir haben weltweit über 3000 Anlagen in 35 Ländern. Davon alleine 1000 Anlagen circa in Österreich und 700 in Deutschland. Und es werden damit circa 150.000 Futterstellen mit Futter versorgt.
Wir bieten auch regelmäßig Anwenderschulungen an, weil nur wenn ich die Anlage wirklich exakt einstelle, kann ich auch das Potenzial dieser Fütterung herausholen. Und dazu, wenn hier Schulungsbedarf ist oder Interesse ist, bitte wenden Sie sich an Ihren Außenhandelsmitarbeiter. Kommen wir jetzt aber mal von Spotmix zur Trockenfütterung. Nicht jeder hat eine Spotmix-Anlage zu Hause und es gibt auch bei Trockenfütterungsanlagen die Möglichkeit, dass ich Leistungssteigerung bei den Sauen hervorhole. Und da bietet sich eben unser Mamados Sauenfütterungssystem an. Warum Mamados? Moderne Genetiken führen dazu, dass die Wurfzahlen pro Sau steigen. Ganz wichtig ist es aber dabei auch, dass man die Energiezufuhr gewährleistet. So werden bei Sauen, die voll in der Laktation sind, pro Tag 7 bis 11 Kilo Trockenfutter benötigt. Und das schaffe ich nicht, wenn ich nur 2 bis 3 Mal am Tag eine große Portion gebe. Wenn ich aber Defizite in der Futteraufnahme habe, dann hat das große Folgen. Die Sauenkondition geht runter. Man sollte den Gewichtsverlust auf maximal 15% begrenzen können. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich nachher wieder langwierig die Sau auf Kondition füttern. Das geht auf die Fruchtbarkeit und auch auf die Wurfleistung. Zugleich sinkt die Milchleistung, was wiederum auf das Werkelwachstum erheblichen Einfluss hat. Was ist jetzt Mamados? Mamados wird auf bestehende Trockenfütterungssysteme aufgerüstet und ist ein computergesteuertes Trockenfutterdosiersystem. Man kann wirklich tierindividuell bedarfsgerecht füttern, ich kann auch rationiert und ad libitum füttern. Die Zuteilung kann nach fixen Vorgaben, aber meistens nach Futterkurve erfolgen und bei denen durch das Smartphone oder über den Topo-Fütterungsrechner. Es ist auch eine Aktivitätsmessung bei Mamados möglich. Zu diesem Zweck wird im Ablaufrohr ein Rüttelsensor montiert. Der steht unten ein bisschen raus und sobald die Sau diesen bewegt, weiß der Computer, das Tier steht beim Trog und es wird eine kleine Portion ausdosiert. Es ist natürlich da auch eine gewisse Intelligenz im System enthalten, damit Sauen, die spielen, nicht den Trog überfüllen. Das heißt, wenn sie die ganze Zeit mit dem Sensor spielen, bekommen sie auch nur eine Portion zugeteilt. Und man hat halt dadurch den Vorteil, dass man sich sicher ist, dass der Druck sicher immer ausgefressen wird und nicht pausenlos draufgefüttert wird. Was sind jetzt diese Vorteile von Mamados? Das erste ist einmal, dass man festgestellt hat, wenn ich vielmals kleine Portionen füttere, ich in Summe mehr Futter in der Sau unterbringe, als wenn ich 2 oder 3 Mal eine große Portion füttere. Dadurch steigert sich mal die Milchleistung und das ist ja speziell bei unseren wurffreudigen Genetiken ganz wichtig, dass ich auch wirklich die Ferkel durchbringe. Die Reduktion der Gewichtsverluste werden schwer reduziert. So haben wir zum Beispiel bei einem Versuchsbetrieb auf Anhieb eine Reduktion der Substanzverluste um 2,14% geschafft. Das geht so weit, dass man bis zu 0% Gewichtsverlust hat, je nach Fütterungs- und jetzt ein Triptum füttert oder nicht. Dadurch steigert sich die Fruchtbarkeit und auch die Wurfleistung wird besser. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich einfach langsam das Futter in den Trog rieseln lasse. Damit ist die Sau im Trog fixiert und sie hat länger eine Beschäftigung. Und unsere dänischen Kollegen haben dann in Verbindung mit Tierärzten festgestellt, dass sich dadurch, dass die Sau oftmals lange am Trog steht, die Durchblutung speziell der hinteren Gesäugehälfte verbessert hat und dadurch diese mehr Milch bildet, als wenn es halbe Zeit drauf sitzt. Ich habe eine exakte Aufzeichnung der Futterverbräuche. Das kann ich von einem herkömmlichen System nicht meistens sagen. Und ich brauche nicht mehr regelmäßig die Volumensdosierer, die Futtermenge nachdrehen, weil das macht eigentlich das System automatisch nach einer Futterkurve. Ebenfalls ist es möglich, dass ich einen Trogfutter mit ansteuere. Das heißt, dass ich zum Beispiel bei einem Futterblock eine Stunde vorher das Wasser abdrehe und nach dem Futterblock wieder aktiviere. Zusatz zum Mamados wäre das Mamados Pro. Da hätte ich dann eine Handbedienung bei jeder Futterstelle. Da könnte ich Einzelportionen runterlassen. Ich kann aber auch Managementaufgaben verteilen. Das ist speziell interessant, wenn ich mit Fremdpersonal arbeite. Ich könnte zum Beispiel sagen, gebe ich Farben für jede Aufgabe, zum Beispiel Eisenspritzen hat er vorab oder Vitamine geben hat er vorab. Und wenn ich jetzt will, dass bei gewissen Tieren diese Aufgaben durchgeführt werden, dann brauche ich diesen Computer nur aktivieren und mein Personal weiß draußen anhand der Farbe, was dort leuchtet, was zu machen ist. Und wenn er es gemacht hat, quittiert er das auf der Steuerung und ich protokolliere das am Rechner mit. Ich weiß, dass er es sicher gemacht hat. Es gibt ebenso eine Abfackeltaste. Das bedeutet, sobald die Sau die Ferkel wirft,
drücke ich den Knopf und dann steige an einer speziellen vorgegebenen Stelle der Futterkurve ein und ab da fällt dann ad libitum. Ich kann meinen Tagesverbrauch anschauen, ich weiß, hat die Sau schon ihr Quantum gefressen oder nicht, und ich kann auch die Mengen rauf oder runter stellen. Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, dass ich bei jeder Portion Wasser dazu dosiere. Ja, das war jetzt eine Möglichkeit, wie ich die Kondition der Sau verbessern kann. Ich kann aber auch den anderen Weg gehen. Ich kann über die Ferkel kommen, indem ich die Ferkel besser versorge. Dazu kommen wir jetzt zu Babyfeed. Schauen wir sich dazu mal die Leistungsentwicklung von den Sauen in den letzten Jahren an. Und da werden wir feststellen, dass die Absetzzahlen der Ferkel gestiegen ist, die Wurfgewichte aber zugleich gesunken sind. Und höhere Wurfzahlen pro Sau heißt aber auch größere Gewichtsverluste in der Säugephase. Eine Möglichkeit, dass ich dem entgegentrete, ist die Beifütterung. Da werden die stärkeren Ferkel zusätzlich versorgt und die schwächeren Ferkel haben eine größere Chance, dass sie durchkommen. Ohne, dass es versetzen muss. Da gibt es eine ganz interessante Wirtschaftlichkeitsstudie von der Dopagra. Da wurden vier Systeme verglichen. Die natürliche Amme, das Milchtaxi, ein Cup- bzw. Tassensystem und eben die Flüssigfütterung. Babyfeed ist so ein Flüssigfütterungssystem. Und da hat es halt aufgrund der Arbeitskostensparung und dass man halt günstige Futtermittel einsetzen kann, die Flüssigfütterung als am lukrativsten erwiesen. Ja, dann kommen wir zur Babyfeed. Was ist jetzt Babyfeed genau? Die Grundfunktion von Babyfeed ist, dass ich mal Milchgastauscher, Prästarter, aber auch günstige Eigenmischungen direkt dem Saugferkel anbieten, und zwar in der Abferkelbucht. Es ist ausgeführt als Restlossystem und wir reden da von einem hybriden Auszählsystem. Was bedeutet das? Wir teilen grundsätzlich über die Waage aus, aber Kleinstmengen werden zeitdosiert. Und es ist fast beliebig erweiterbar auf bis zu 9 Tanks pro Anlage. Nehmen wir schon mal die Tanks an, die gibt es in zwei verschiedene Größen mit 180 und 330 Liter, sind einpunktverwogen und haben einen schnelllaufenden Mixer drinnen. Und das Herzstück einer so einer Anlage ist ja eigentlich die Pumpe. Da haben wir eine Eigenentwicklung gemacht, die speziell für Babyfeed entwickelt wurde, nämlich eine zweistufige Kreiselpumpe, welche ausreichend Leistung hat, aber sehr verschleißarm und fremdkörperunempfindlich ist. Zu den Futterstellen. Da gibt es eher einmal die Wechselfutterschalen. Die kann ich werkzeuglos herausnehmen, damit ich einfach die Reinigung machen kann. Und auch ganz interessant, es gibt Betriebe, wo die Tiere eine Woche zum Beispiel länger im Stall bleiben, weil sie dem Flatdeck zu wenig Platz haben. Dann kann ich größere Schalen reingeben und über dieses Fütterungssystem die Tiere alleine versorgen. Es gibt aber auch günstigere Systeme wie fix eingebaute Schalen und Einzelschalen an der Wand. Wir bieten auch einen Wärmetausch an. Es wird zwar das Futter, spezielle Milch, temperaturgeregelt aufbereitet, aber im Laufe des Tages kühlt es aus. Die Tiere sind es aber gewohnt, dass von der Sau in Körpertemperatur die Milch bekommen und dadurch nehmen sie auch die Milch lieber auf. Und somit ist es möglich, dass ich ausgekühlte Milch bei Babyfeed mit Wärmetauscher wieder über das Tagesprogramm aufwärme. Dazu wird dann die Milch oder der Prästarter durch den Wärmetauscher durchgepumpt. Der ist an den Kreislauf der Fußbodenheizung angeschlossen und sobald die Temperatur die gewünschte erreicht ist, wird er wieder automatisch entleert und gereinigt. Das Wichtigste aber von so einem System ist das Reinigungskonzept. Das gliedert sich in der Tankreinigung, in die Reinigung, Desinfektion für die Rohrleitungen, aber auch der Ablaufschläuche im Ventilkörper und nicht zu vergessen der Trogschalen. Kommen wir zur Behälterreinigung. Wir verwenden einfach zu reinigende PE-Behälter aus Polyethylen. Die haben eine glatte Oberfläche und einen kleinen Querschnitt, womit sie leicht zum Reinigen sind. Und das ganze Wasser, ob das warm oder kalt Wasser ist, wird über Sprühkugeln in den Tank geholt. Und als letzte Komponente holen wir nochmals Wasser in den Tank, damit der ganze Staub runtergewaschen wird, bevor er überhaupt mal ankleben kann. Somit hat man schon mal gewisse Hygiene im Tank. Aber noch wichtiger ist eigentlich die Reinigung und Desinfektion des Leitungssystems. Dazu greifen wir auf unser bewährtes Turboclean-System zurück, wo zu einem Luftstrom Wasser dazu dosiert wird. Somit erzeugen wir einen Wasserluftnebel und dieses Wasser versetzen wir mit ein bisschen Säure. Dadurch habe ich einen angesäuerten Nebel und mit dem reinige ich jetzt alle Leitungen und auch Futterstellenventile und Ventilkörper durch. Einmal pro Woche
schalte ich dann um auf alkalische Desinfektion, dann wird statt Säure alkalische Flüssigkeit dazu dosiert. Und es wird hier wirklich jeweils nur ca. 1% an Säure oder alkalische Flüssigkeit dazu dosiert. 1% ist ausreichend für eine gründliche Desinfektion und trotzdem so wenig, dass das Tier diese Restflüssigkeit, was vielleicht im Trug ankommt, ohne Probleme aufnehmen kann. Ganz wichtig, die Ablaufreinigung, und da ist es mir persönlich wichtig, dass man wirklich hochtransparente, lebensmittelechte Schläuche verwendet. Der Grund ist ganz einfach, damit ich am ersten Blick sofort sehe, wenn irgendwas bei der Fütterung, speziell bei der Reinigung, nicht passt. Sobald hier Schmutz drinnen ist, muss ich meine Einstellungen kontrollieren, weil Probleme oder negative Reinigung in Ablaufschläuchen hat sofort Auswirkungen auf die Ferkel, meistens im Durchfall. In einem hochtransparenten Schlauch sehe ich sofort, was da drin los ist. Und auch dieser wird täglich mit Säure, Wasser, Luftnebel desinfiziert und einmal pro Woche mit alkalischer Flüssigkeit desinfiziert. Ganz interessant, wir haben auch ein patentiertes System, um die Trugschalen zu entleeren und zu reinigen. Das ist speziell bei der Milch ganz wichtig. Milch, die über Nacht drinnen steht, wird am nächsten Tag nicht mehr von den Ferkeln aufgenommen. Die zieht Stallgeruch an, ist dadurch nicht mehr schmackhaft und die Ferkel gehen nicht mehr hin. Die muss ich dann händisch entleeren. Das macht aber sehr viel Arbeit und dadurch haben wir ein System entwickelt, dass man das automatisch entleeren können und das kommt in der Praxis auch wirklich sehr gut an. Zur Steuerung. Wir verwenden einen vollwertigen Fütterungscomputer, wo auch wirklich alle Verbräuche detailgenau in Kilogramm aufgezeichnet werden. Wir haben ein flexibles Tagesprogramm, können mehrere Anlagen zu parallel steuern und wir können zum Beispiel genauso die Spotmix und Mamados-Anlage auf diesem Rechner laufen lassen. Kommen wir jetzt zur Wirtschaftlichkeit. Wir haben einen ganz interessanten Betrieb in Augsburg, das ist der Reiter Anton mit 840 produzierenden Sauen. Der hat von der Genetik her BHCB, das ist jetzt nicht ganz so wurffreudig wie die Dänen, aber er hat eigentlich immer 27,9 abgesetzte Ferkel pro Sauenjahr gehabt, mit einem Absetzgewicht von 7,6 Kilogramm. Man muss dazu sagen, er hat immer zugefüttert. Ende 2016 haben wir dann ein Babyfeed installiert und er konnte dann in relativ kurzer Zeit die abgesetzten Ferkel pro Sauenjahr auf 31 steigern und die Absetzgewichte zusätzlich um 0,3 Kilogramm erhöhen. Das hat schon einen beeindruckenden Fleischzuwachs von 212 auf 52 Kilogramm zur Folge. Wenn ich das jetzt mit 2,5 Euro pro Kilo rechne und die ca. 31.000 Euro Futterkosten abziehe, dann hat er eine Erlösverbesserung von 38.000 Euro pro Jahr. Das heißt, in 2 Jahren hat sich die Anlage amortisiert in dieser Betriebsgröße. Was noch dazu kommt, das ist ja gar nicht erwähnt, ist, dass eigentlich die Tiere das Futter beim Absetzen schon kennen und eigentlich sofort wieder wegfressen, wie wenn sie nie in einen anderen Stall kommen wären, bei der nachfolgenden Fütterung. Hier sieht man diese Anlage von Reiter. Was dann noch ganz interessant ist, wir haben dann vor einem Jahr eine vollautomatisierte Mini-Fermentierung hinzugefügt, welche ebenso bei den Sauen verwendet wird. Und durch diese Fermentierung konnte er die Ferkel, die abgesetzten Ferkel nochmals um eines auf 32 abgesetzte Ferkel pro Sauenjahr erhöhen. Ebenfalls ein interessanter Betrieb ist das in Österreich, 500 produzierende Sauen im 3-Wochen-Rhythmus, eine sehr schöne Anlage. Auch hier wird dann speziell im 3-Wochen-Rhythmus gar nicht wirklich stufenlos verschneiden, von Milch über Prästarter zu Absetzfutter, ohne dass ich da irgendwelche Sprünge habe. Ja, das wäre es jetzt zur Technik von Schauer. Ich hoffe, wir haben Ihnen diese leistungssteigernden und Ammoniak reduzierenden Systeme und Konzepte gut näher bringen können. Wir freuen uns jetzt schon auf Ihre Fragen und möchte mich dann sonst von hier schon verabschieden und möchte jetzt weitergeben an Karl-Heinz. Danke. Ja, hallo zurück. Ich hoffe auch, dass wir Ihnen mit unseren Lösungsansätzen Ideen mitgegeben haben, die Antworten geben auf Ihre Fragen. Einige Fragen haben Sie ja schon bei der Anmeldung an uns richten können und ich möchte kurz zusammengefasst mit diesen Fragen beginnen. Der erste Fragenblock richtet sich an den Christian Auinger, also im Wesentlichen zu unserem Natureline Tierwohlstall. Christian, ich darf dir
die Fragen, also ein paar Fragen per Blog übermitteln. Die erste Frage, mit der ich beginnen will, das ist eine spannende Frage eines Teilnehmers, der sagt, welche Garantien gibt es, dass die Schweine den richtigen Ort wählen zum Koten? Die andere Frage, die dann gleich anschließen kann, da geht es auch um Kot-Harn-Trennung. Hier die Frage, kann Kot-Harn auch getrennt gelagert werden? Ich denke, diese Frage wurde auch schon in der Präsentation erwähnt und kann einfach beantwortet werden. Und dann gebe ich da noch eine dritte Frage mit. Wie gut funktioniert der Natureline Tierwohlstall mit Trockenfütterung am Breiautomaten? Christian, ich darf um deine Antworten bitten. Ja, Karl-Heinz, zu deinen Fragen. Also das mit Garantieren, das ist so eine Sache. Garantieren traue ich mir jetzt einmal in der Form nichts, weil es hängt ganz stark natürlich auch vom Betriebsleiter ab. Wenn man entsprechend Strukturen in den Stall reinkriegt, und das haben wir mit unserem System ja eigentlich in der Form umgesetzt, dass man den Liegebereich, die Größe anpasst, dass die Futterzone entsprechend gut ausgestaltet ist, dass die Tränken zum Beispiel nur am Kotbereich auf der Kotstelle sind, dass hier Gitter eingesetzt werden. Da kann man schon sehr viel erreichen. Wir haben in den letzten 3 Jahren sicher viel dazugelernt, aber ich glaube, das würde jetzt den Zeitrahmen sprengen, hier genau nochmal auf die Details einzugehen. Aber insgesamt, glaube ich, wissen wir schon, wie man Ställe plant, dass die gut funktionieren. Aber wie gesagt, eine Garantie abzugeben, dem jeweiligen Landwirt gegenüber, trauen wir jetzt nicht. Kot-Harn zu trennen ist natürlich möglich, das habe ich eh gezeigt. Es gibt auch in Österreich jetzt bereits 2 oder 3 Betriebe, die das auch praktisch umsetzen. Die feste Phase wäre ein optimales Substrat natürlich auch für Biogasanlagen, da immer frisch und auch wesentlich mehr Energie als Gülle. Also da gibt es auch Untersuchungen in Frankreich, dass da 5-mal so viel Energie in der festen Phase am Kubikmeter ist, als bei gleicher Güllemenge. Ja, und Trockenfütterung, Breiautomaten, das verstehe ich eher so. Ich würde empfehlen, das Wasser am Automaten nicht aufzudrehen, sondern die Tiere zu zwingen, auf die Fläche, auf die Kotfläche zu gehen und dort das Wasser anzubieten. Am Automaten Trockenfutter funktioniert eigentlich sehr gut. Ja, ich darf dann gleich anschließen mit einem nächsten Fragenblock, der sich im Wesentlichen auch wieder zum Thema Natureline Tierwohlstall richtet und der vor allem in die planerische Sache hineingeht. Und zwar fragt hier ein Teilnehmer, ob dieses System emissionsarmer Tierwohlstall auch für Ferkelaufzuchtställe, also 8 bis 30 Kilogramm modifiziert, angewendet werden kann. Eine Frage geht in die Richtung, wie schaut es aus mit Realisierung von emissionsmindernden Maßnahmen, Tierwohlmaßnahmen in Altgebäuden? Wie flexibel ist das System hier anpassbar oder können da Elemente empfohlen oder übernommen werden? Und eine dritte Frage, ein Teilnehmer, der möchte einen ganz kleinen Stall bauen mit nur ein paar Sauen, und fragt, ob es auch dafür Konzepte gibt. Ja, also das Thema Ferkelaufzuchtstelle im Bereich Tierwohl ist sicher realisierbar, weil wir setzen ja solche Systeme auch bereits im Biobereich ein. Es ist ja eine sag ich mal, Frage der Planung, wo bringt man die Fütterung unter? Also da würde ich eher empfehlen, in den Innenbereich mit der Fütterung zu gehen. Aber prinzipiell ist auch denkbar, Ferkelaufzuchtstelle in ähnlicher Form umzusetzen. Altgebäude. Wir haben auch schon Planungen umgesetzt, wo man Altgebäude entsprechend adaptiert. Also es hängt immer ein bisschen von den Möglichkeiten ab, ist es möglich, an ein Altgebäude Ausläufe anzubauen. Ich habe es ja vorhin schon gezeigt, es gibt Ställe, die haben Vollspalten und geben einen Auslauf extra dazu.
Wir haben auch schon Ställe umgesetzt. Die haben dann im Grunde genommen das bestehende Gebäude hergenommen, hier planbefestigte Flächen eingebaut und unser System, wie gesagt, außen nochmal dazu angeordnet. Wo es eher schwieriger wird, in konventionellen Stellen ohne Auslauf hier entsprechend Struktur reinzukriegen, da macht es eher Sinn, größere Gruppen zu gestalten und dann verschiedene Zonen wie Liegen, Fressen und Misten einzurichten. Nun, für kleine Saumbestände haben wir natürlich auch Planungsbeispiele. Da würde ich dem Interessenten empfehlen, sich einmal konkret mit uns zusammenzusetzen und so ein Projekt durchzusprechen. So, eine Frage schließt noch an zum Thema Fütterung, aber jetzt auch wieder im Tierwohlstall. Christian, wie schaut es aus mit Flüssigfütterung? Funktioniert Flüssigfütterung? Was ist deine Meinung dazu? Also meine ehrliche Meinung zu Flüssigfütterung und Tierwohlstall, ich würde das nicht empfehlen. Ganz einfache Erklärung, es gibt dazu auch entsprechende Untersuchungen. Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen hat auch das in der Form rausgegeben, wenn man die Güllemenge anschaut bei Flüssigfütterung, dann sprechen wir hier von 1,8 Kubikmeter. Im Vergleich zu Trockenfütterung und Breifütterung liegen wir hier bei 1,2 Kubikmeter. Also der Unterschied alleine zeigt schon, wie viel mehr Flüssigkeit hier bei Flüssigfütterung dazukommt. Und da ist halt die Gefahr wesentlich größer, dass die Buchten sagen wir mal, feuchter werden bzw. verschmutzen. Und die Erfahrung haben wir auch in der Praxis schon gesammelt. Also wenn möglich, breiförmig oder trocken in so ein System reingehen. Das ist meine Empfehlung. So, dann habe ich noch zwei abschließende Fragen, die in Richtung Vermarktung und generelle Zukunft dieser Systeme gerichtet sind. Die erste Frage, gibt es neue Ansätze der Vermarktung in Österreich? Du hast ja einiges davon schon vorgestellt. Gibt es dazu noch was Neues? Und zweitens, die abschließende und generelle, vielleicht ein bisschen provokante, aber auch ehrliche und wichtige Frage, hat Tierwohl Zukunft? Ja, zu den Möglichkeiten, die sich ergeben, also das liegt meiner Meinung nach an den Lebensmitteleinzelhandel, also das sind die diversen Supermarktketten, die wir in Österreich haben, beziehungsweise die Schlachtbetriebe, ob sie entsprechend Programme aufsetzen. Es gibt aktuell, sage ich mal, zwei, drei Projekte, die wir in der Steiermark umsetzen. Wir haben einen Partner eine Firma bekannt, die in Niederösterreich entsprechendes Programm jetzt starten möchte. Aber ich sage, das ist nicht das Thema jetzt für uns als Stallbaufirma. Ich denke, das kann man regional zum einen lösen. Aber ich sage, eher das Thema Lebensmitteleinzelhandel und die Vermarktungsorganisationen, die hier aktiv an das Thema herangehen müssen. Hat Tierwohl Zukunft? Ich denke, wenn man sich die aktuelle Situation in den Nachbarländern auch anschaut, ist eine Riesendiskussion im Gange in Deutschland. Auch hier werden schon Programme gestartet. Ich glaube, wegdiskutieren können wir es nicht mehr. Ich glaube, es wird die Zeit zeigen, in 2, 3, 4 Jahren, wie sich das Ganze etabliert und stabilisiert. Aber wie gesagt, die Glaskugel habe ich leider auch nicht da, um da reinzuschauen. Aber man merkt schon ganz stark, dass das Thema speziell auch bei den Landwirten vermehrt nachgefragt wird. Christian, herzlichen Dank für die sehr gute Beantwortung der Fragen und auch für die exzellente Präsentation deines Themas. Ich habe nur eine einzige Frage zum aktuellen Zeitpunkt an den Hubert, die er sicher gerne und einfach beantworten wird können. Es geht darum, Frage, dokumentiert die Spotmix die Futtermenge je Futterstelle? Hubert, bitte sehr. Das wird natürlich dokumentiert. Es wird auch runtergebrochen auf die Einzelkomponenten, was wirklich dann pro Futterstelle ausgesetzt wird. Und das über einen sehr langen Zeitraum, also das kann ich bis zu einem Jahr mit dokumentieren. Wenn ich das länger haben will,
brauche ich nur regelmäßig Datensicherungen ausspielen, die ich auch automatisch mache, dann habe ich über mehrere Jahre eine Aufzeichnung. Gut, wir sind damit schon am Ende unseres Webinars angelangt. Die Fragen, die Sie gestellt haben, haben wir soweit beantwortet. Wenn Sie noch individuelle Fragen haben, dann können Sie sehr gerne diese an unsere office@schauer-agrotronic.com E-Mail-Adresse richten oder einfach auf die Webseite gehen. Da sind die Kontaktdaten natürlich auch gespeichert. Ja, ich sage Ihnen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, Sie können das eine oder andere für sich gewinnbringend mit nach Hause nehmen und würde uns natürlich freuen, wenn Sie uns kontaktieren, wenn wir was tun können für Sie. Damit schönen Abend, alles Gute und ich gebe das Wort zurück an die Lisa. Ja, auch von meiner Seite ein großes Dankeschön auch an alle Zuseher, die eingeschaltet haben, dass ihr fleißig Fragen in den Chat gestellt habt. Und natürlich ein großer Dank gilt auch unseren heutigen Referenten. Wir von Landwirt.com waren ja auch mit der Firma Schauer in den vergangenen Jahren des Öfteren unterwegs auf verschiedenen Betrieben und haben dort auch Videos produziert. Deswegen schaut einmal auf dem Landwirt.com YouTube-Kanal vorbei. Dort findet ihr verschiedene Betriebsvorstellungen. Da seht ihr, wie das andere Schweinebauern so machen. Und natürlich auch auf dem YouTube-Kanal von Schauer sind auch einige Videos zu finden. Deswegen unbedingt vorbeischauen. Und ja, falls im Nachhinein Fragen auftreten, wie vom Karl-Heinz schon erwähnt, am besten direkt an die Referenten wenden, direkt mit ihnen Kontakt aufnehmen, danach funktioniert das sicher am besten und ihr kommt zum allerschnellsten zu eurer Antwort. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid bei unseren Webinaren. Tschüss!